Und ich darf mit den abschließenden Worten des DDR-Summits beginnen. Für uns und ich hoffe auch für alle Teilnehmer war das ein sehr spannender, aber am Ende auch ein sehr erfolgreicher Tag, weil wirklich die Technik gehalten hat. Dafür auch einen herzlichen Dank jetzt an unseren abschließenden Redner, Andreas Arntzen, der mit seinem Wort- und Bildverlag direkt gesagt hat, das ist ein Format, was wir gerne unterstützen, wo wir dabei sind, denn ohne die Hilfe von Partnern funktioniert auch so ein Format nicht. Und ich möchte ein paar Worte natürlich auch zum Andreas Arntzen verlieren, bevor ich ihn dann auf die Bühne hole. Ich sehe gerade nur, Andreas, ich müsste dir wahrscheinlich auch noch das Bild zuweisen, weil wenn ich dich anmerke oder auf die Bühne hole, würde ich dich natürlich auch gerne sehen und die Teilnehmer natürlich auch. Sorry, das hatte ich vergessen. Das wird dann jetzt in einigen Sekunden dann entsprechend auch funktionieren. Hallo, klasse, vielen Dank. Andreas Arntzen, CEO vom Wort- und Bildverlag, aber eigentlich in der Vergangenheit, bevor du 2016 zum Wort- und Bildverlag gekommen bist, schon etliche Stationen in der Medienbranche entsprechend durchgeführt, von Zeitschriften, Zeitungen bis hin zu Radio, TV bin ich mir gar nicht sicher, aber ich würde mal sagen, TV irgendwo vielleicht auch, also beim Handelsblatt, die Zeit waren Stationen, aber auch die Neue Zürcher Zeitung. Und dann jetzt beim Wort- und Bildverlag als Geschäftsführer tätig. Aber gerade in der Medienbranche bist du vor allen Dingen als Mr. Digital oder Mr. Digital, wie wahrscheinlich dann die Tech-Szene sagen würde, bekannt, weil du auch durchaus ein großer Gründer bist. Bekannt vor allen Dingen, ich glaube, mittlerweile auch bei der Apothekerschaft als Gründer von Parship. Aber auch radio.de ist etwas, was du ins Leben gerufen hast. Und hobbymäßig oder nicht nur hobbymäßig, profimäßig warst du auch ganz begnadeter Hockeyspieler und hast dort viele Meisterschaften entsprechend gewonnen. Also ein buntes, erfolgreiches Leben. Und ja, wir haben uns entschieden, das so ein bisschen eher in einem Versuch, so einen Talk zu machen, weniger in einer klassischen frontalen Keynote-Session. Aber das, was, glaube ich, die Apotheker jetzt gerade so interessiert, was könnte denn eventuell die Apothekerschaft, gerade jetzt in der Phase, wo sie steht, von Andreas Arntzen aus seiner Parship-Vergangenheit lernen? Also was könnten wir, so abwegig es vielleicht im ersten Moment klingt, was könnten wir in der Apotheke uns von Parship zugute machen? Vielleicht kannst du da eingangs schon mal ein paar Worte zu sagen, aber erstmal natürlich, wie gesagt, darfst du natürlich auch allen Teilnehmern mal Hallo sagen und das Mikrofon testen. Das sollten wir vorab nicht vergessen. Gut, wunderbar. Ich hoffe, dass mich jeder verstehen kann. Ansonsten gib mir ein entsprechendes Zeichen. Steffen, vielen, vielen Dank, dass ich hier überhaupt teilnehmen darf und wir uns austauschen können über den Apothekenmarkt, über digitale Entwicklung und Ähnliches. Du hast mir ganz konkret eine Frage gestellt, welche Analogien es eigentlich zu Parship gibt oder welche Learnings. Vielleicht erzähle ich erst mal, dass Parship 20 Jahre alt ist. Ja, man Oh, denkt das hätte ich nicht immer, gedacht. Business und das ist dann ja irgendwie vor ein paar Jahren entstanden. So vor 20 Jahren wurde Parship gegründet, also ist schon relativ alt. Das Logo, der Name und sowas ist alles geblieben und auch das Geschäftsmodell ist zu 100% genau so, wie wir es 2000 letztendlich zu Papier gebracht haben. Die Herkunft ist vielleicht für manche auch ganz interessant und ganz hilfreich. Parship ist entstanden, weil ich für die Holzbrinck-Gruppe einen Stellenmarkt aufbauen durfte und die technologischen Möglichkeiten genutzt habe, um Bedürfnisse optimal zu befriedigen. In diesem Kontext ging es darum, dass man für eine Stellenausschreibung möglichst einen passenden Kandidaten findet. Ich habe dann eines Nachts nichts anderes gemacht, als überlegt, ob das eigentlich sinnvoll ist für mein Leben, was ich hier tue. Es gibt vielleicht noch bessere Alternativen und dann bin ich darauf gekommen, dass sich der Online-Stellenmarkt auch adaptieren lässt für Partnerschaften, nämlich mit dem Ziel, eins und eins zusammenzubringen. Nicht Casual Dating, Sex, Flirten und Ähnliches, sondern wirklich die Zielsetzung, zwei Menschen, die zusammengehören, auch zusammenzubringen. Und das war eigentlich die Idee für Parship auf einer Seite. Die hat meinen damaligen Verleger damals überzeugt und so wurde Parship gegründet. Was waren die Erfolgsfaktoren für etwas wie Parship? Nämlich die klare Fokussierung auf den Endverbraucher. Wir wollten mit den technologischen Möglichkeiten, die man zu dem Zeitpunkt hatte, Bedürfnisse optimaler befriedigen. Nämlich Menschen in dem Fall zusammenzubringen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen,
dass diese auch möglichst zusammenpassen. Wichtig ist noch ein Punkt, Sie dürfen keine Angst vor Kannibalismusdiskussionen haben. Selbstverständlich, als ich diese Idee präsentiert habe, kamen die Printverlagsmanager der Holzbrink-Gruppe und haben gesagt, bist du denn verrückt? Unsere ganzen Liebesanzeigen, Datinganzeigen in den Zeitschriften wären überflüssig. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Verleger Dieter von Holzbrink hat aber unternehmerisch agiert und gesagt, wenn wir dies nicht tun, dann wird es jemand anderes machen. Es wird Menschen geben, die sich die technologischen Möglichkeiten zu eigen machen, um Bedürfnisse besser zu befriedigen. Und wenn wir es nicht selber tun, dann machen es auch andere. Und das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, weil dieser Grundsatz vor 20 Jahren genau dieselbe Gültigkeit hatte wie auch jetzt. Der zweite Punkt ist die klare Fokussierung, die Fokussierung auf den Endverbraucher und nicht dieses Verzetteln noch dies, noch jenes und so weiter. Da haben wir bei Parship auch Fehler gemacht. Wir sind ganz gut gestartet. Wir waren die Nummer 1 im Markt und sind dann nach Italien gegangen, nach Frankreich gegangen. Das war ein Tick zu schnell und das haben wir dann ein Stück zurückgenommen. Inzwischen agieren sie weltweit. Aber das war zwischendurch auch ein Fehler. Das ist genauso wie, wenn Sie ein Restaurant eröffnen, sollten Sie zusehen, dass dieses erste Restaurant erstmal funktioniert, bevor Sie das zweite aufmachen. Von daher klare Fokussierung auf Kundenbedürfnisse und das Wachstum wirklich unter Kontrolle auch haben. Jetzt werden Sie sich natürlich auch fragen, das sind Erkenntnisse, die hätte ich Ihnen jetzt auch von anderen digitalen Unternehmen erzählen können und da hätten wir unsere Learnings rausziehen können. Aber weshalb passt Parship eigentlich sehr gut zu den Apotheken? Als du mich gebeten hast, sag doch was zu Parship und dem Apothekenmarkt und Digitalisierung, muss ich ehrlich sagen, habe ich dann auch an meine Frau gedacht, weil in dieser Beziehung ist es so, am liebsten bin ich bei meiner Frau. Aber selbstverständlich bin ich auch manchmal auf Reisen. Und es kommt auch vor, dass meine Frau mir dann ein Paket schickt mit Dingen, die ich vergessen habe oder dringend benötige. Und natürlich kommt es vor, dass wir telefonieren, dass wir FaceTime, dass wir Skypen und Ähnliches. Und eigentlich ist das eine perfekte Analogie zur Apotheke, weil, ganz ehrlich, am liebsten gehe ich in meine Stammapotheke, habe den persönlichen Austausch, lass mich beraten. Aber manchmal kann ich das nicht, weil ich beruflich unterwegs bin. Und dann hätte ich schon gerne die Chance, etwas von meiner Stammapotheke zu bekommen, sei es telefonisch, sei es per Fax, sei es per App, wie auch immer. Lass mir die Dinge dorthin schicken, wo ich gerade bin. Aber ich behalte diese Beziehung. Und von daher passt es, glaube ich, ganz gut, die Nähe zwischen Parship und den Apotheken auch mal in dieser Form darzustellen. An dieser Stelle, Steffen, ich bin auch gleich fertig, kommt eigentlich von meiner Seite aus, wer noch keine feste Beziehung hat, kann sich gerne bei mir melden und bekommt einen Parship-Gutschein für 6 Monate. Das lasse ich an dieser Stelle mal weg, weil ich auch de facto momentan keine mehr habe. Aber es gibt in der nächsten Woche vom Zukunftsinstitut von Matthias Hawks und Harry Gatterer eine Future Week vom 22. bis 26. Juni. Und ich lade jeden, der jetzt hier in diesem Chat ist, beziehungsweise in dieser Session, herzlich dazu ein. Lassen Sie mir eine Info zukommen, direkt über meine E-Mail, die viele von Ihnen haben, oder über LinkedIn. Und Sie kriegen von uns, vom Wort- und Bildverlag, ein entsprechendes Ticket geschenkt. Ganz, ganz toll. Vielen Dank für das Angebot und ansonsten gerne auch über uns und wir leiten das weiter. Ich hoffe, du weißt, was du getan hast. Hier sind etwa 400 Leute auf allen Kanälen locker dabei. Das war zumindest so der Tagesdurchschnitt. Vielleicht sind es auch jetzt, wo du abends extra noch gekommen bist, auch 500 Leute. Welche Algorithmen hast du eventuell aus Parship denn jetzt für, ich sag mal, ihr seid ja auch ein Initiator von Apora. Gestern vorgestellt von Peter Menk heute auch und von Jürgen Klapper hier 2 Slots auf dem DDA Summit dazu. Ich denke auch, dass du natürlich als einer der Initiatoren deine Gedankenwelt, dein Gedankengut auch aus der Vergangenheit und den letzten Jahrzehnten, wenn es dann schon 20 Jahre sind, mit reingebracht hast. Gibt es da Algorithmen, die du, ich sag mal, aus der Parship-Welt dann rüberziehst, bevor wir dann Parship wirklich auch ganz verlassen und mal zu anderen Themen kommen? Gibt es da Analogien, wo du sagst, diese Tools, diese Services oder diese Dinge, die brauchen wir eigentlich auch für die Apotheke? Ich glaube, wir müssen das nicht oder sollten das nicht ableiten von Parship, weil Parship, wie gesagt, vor 20 Jahren entstanden ist, war eine ganz andere Situation. Man hat ganz andere Hürden gehabt, in den Markt einzutreten. Man konnte sich anders positionieren, als das jetzt der Fall ist. Wir leben inzwischen in einer Welt, die deutlich dynamischer, deutlich schneller geworden ist, deutlich globaler geworden ist.
Sie können heutzutage eine gute Idee haben, ein tolles Management haben, einen tollen Business Case, vielleicht auch noch die Finanzierung. Und Sie stehen kurz vor dem Start und es kann sein, dass ein Tag davor ein amerikanischer Player kommt, jemand aus Israel und dieselbe Idee hatte und vielleicht noch ein Quäntchen besser umgesetzt hat und alles wurde zunichte gemacht. Das ist schwierig. Es ist einfach ein deutlich stärkerer Marktdruck da und wie gesagt, es ist alles deutlich dynamischer. Und da bin ich im Prinzip bei dem zweiten P. Erstes war Parship, das zweite P sind im Prinzip Partnerschaften. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der wir nur erfolgreich sein können, wenn wir die richtigen Partner finden. Und das meine ich eben auf der Geschäftsebene, auf der Business-Ebene. Partner, die dasselbe Ziel verfolgen und gemeinschaftlich eine Stärke entwickeln, eine Schnelligkeit entwickeln, eine Dynamik entwickeln, die dann letztendlich am Markt auch Bestand hat. Und dazu beiträgt, dass man die Ziele eben erfolgreich auch erreicht und sich aber auch entsprechend weiterentwickelt. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es nicht nur darum geht, etwas zu bauen, dann haben wir das und dann nutzen wir das, sondern wir haben den Anspruch, jeden Tag von Neuem zu schauen, wie wir es im Sinne der Endverbraucher, der Kunden letztendlich wieder optimieren können. Und wenn Sie Partner haben, die dieses Ansinnen zu 100% teilen, dann ist es eine sehr erfolgsversprechende Basis. Und das war auch der Ursprung von ProAVO beziehungsweise der jetzt sogenannten Apora. Wir wollen eine gemeinsame Lösung finden mit dem Ziel, die Apotheke vor Ort zu stärken. Es ersetzt nicht die Apotheke, es ersetzt nicht den Besuch in der Apotheke. Es ist so, wie ich vorhin gesagt habe, am liebsten bin ich bei meiner Frau, aber es gibt Situationen, in denen sie mir auch ein Päckchen zuschickt. Und das wollen wir letztendlich über so etwas wie Apora ermöglichen. Und nochmal, es ist ganz wichtig, in Partnerschaften, in offenen Partnerschaften zu denken und auch offen zu sein für andere Player. Ich glaube, dass sich viele Dinge konsolidieren werden und es müssen sich nur die richtigen Partner dementsprechend auch finden am Markt. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil es gibt ja mehrere Partnerschaften, auch jetzt in unserem Bereich. Das heißt immer klar, wir reden miteinander, aber trotz alledem, es ist so ein bisschen vielleicht wie dein Vergleich, wie das, was du eben verglichen hast. Du hast eine gute Idee, du bringst was nach vorne, aber trotzdem weißt du nicht, ist jemand in Amerika oder eventuell auch in Deutschland doch schneller, besser oder hat vielleicht nochmal das Zündchen mehr Glück oder aber auch die etwas bessere Idee und setzt sich am Markt durch. Ist das, muss man das einfach einkalkulieren oder sagt man, man schmeißt zusammen und man versucht es gemeinsam, die Ideen über den Topf zu bringen? Oder ist man da doch irgendwo im Wettbewerb und sagt eher, na, also ich möchte gerne meine Ideen, jeder kann zu mir kommen, aber ich möchte dann doch lieber nicht zu dem anderen rübergehen, weil einer muss sich ja bewegen. Wie siehst du das in solchen Partnerschaften? Weil die Frage kommt ja gerade aus der Apothekerbranche immer wieder. Selbstverständlich. Das ist auch ein ganz normaler Reflex. Wenn mehrere zeitgleich etwas aufsetzen, dann spricht man von Wettbewerb. Wettbewerb wird dann meistens, ich will mal sagen, negativ belegt mit einem Gegeneinander und Ähnlichem. Ich sehe Wettbewerb als etwas extrem Positives an. Wettbewerb sorgt für eine Visibilität, ja, für eine Vergleichbarkeit. Wenn Sie ganz alleine sind, dann haben Sie keine Messgröße, dann haben Sie keine Vergleichbarkeit zu anderen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Wettbewerb ist hilfreich für den Markt, weil der Wettbewerb dich auch anspornt und motiviert, besser zu sein, noch eine Schippe draufzulegen, noch stärker zu hinterfragen, ob das, was ich mache, optimal ist, ob es richtig ist, ob es Bedürfnisse wirklich befriedigt. Und Wettbewerb führt auch dazu, dass man die richtigen Partner findet. Und von daher sehe ich in dem Wettbewerb mehr Chancen. Ich wurde oft gefragt, wie ist das mit dem Anbieter oder jenem Anbieter, wie finden Sie die und was sollten wir machen? Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, so schwarz und weiß zu denken. Der ist gut, der ist schlecht. Wissen Sie, die sind alle dicht beieinander. Das Wichtigste ist doch, dass man auf Tuchfühlung geht, dass man sich eine eigene Meinung bilden kann. Und wieso soll man nicht das eine oder andere einfach ausprobieren, Erkenntnisse sammeln? Ja, und auf Tuchfühlung gehen und dann später letztendlich vielleicht auch parallel mit zwei oder drei Anbietern agieren, dann wird sich schon das herauskristallisieren, was am meisten Sinn macht. Und am Ende des Tages entscheidet so oder so der Endverbraucher. Und das finde ich eine Ehrlichkeit am Markt, die ich begrüße und die gehört zum Wettbewerb dazu. Eure Initiative zeigt ja auch, dass auch durchaus zwei
doch stark konkurrierende Unternehmen wie eine Sandler Corp und eine GE sich, ja, ich sag mal, zusammenrotten in eine Initiative, obwohl sie sehr stark im Wettbewerb stehen und dann trotzdem partnerschaftlich und so wie man es auch hört, wirklich in einem sehr, sehr engen Austausch, in einem guten Austausch an Apora dann die letzten Monate auch gearbeitet haben, um dafür die Apotheken etwas auf den, ja, auf den Weg zu bringen. Wir hatten schon kurz auch über die Genossenschaft und so weiter gesprochen, die sich hier bildet. Ich denke, das Thema, sei denn, du möchtest da noch was zu sagen, haben wir, glaube ich, im heutigen Tage, auch wenn ich nicht alles mitbekommen habe, ganz gut durchgesprochen. So viel gibt es wahrscheinlich auch noch nicht Neues, was du uns von deiner Seite sagen kannst. Aber es ist schon so, es war von Anfang an etwas, was ihr für die Apotheken kreieren wolltet oder auf die Beine stellen wolltet, auf den Weg bringen wolltet. Und dadurch soll die Apothekerschaft ja jetzt auch idealerweise davon profitieren und mit eingebunden werden, um das auch ganz, ganz deutlich noch einmal zu zeigen. Aber dennoch ist es in diesem Wettbewerb ja wahrscheinlich schwierig, weil die Plattform Apora oder alle Plattformen in unserem Markt werden ja eigentlich nur funktionieren, wenn die Apotheken auch voll dahinter stehen, wenn sie es mit pushen. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, um jetzt doch wieder nochmal zum Anfang zu Parship zu kommen, wo man sehr stark wahrscheinlich über den medialen oder auch, ich weiß gar nicht, ob Google damals schon so stark war, vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht, aber wo man sehr stark über andere Kanäle gekommen ist. Oder wie siehst du das? Steffen, das ist die Art und Weise, die ich von dir kenne und die ich auch schätze. Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das jetzt, glaube ich, 5 bis 6 Fragen beziehungsweise Punkte, die du platziert hast. Ich hoffe, das ist ja eine Keynote, ich will dir die Chance geben. Alles gut, alles gut. Ja. Ich versuche auf die wesentlichen Punkte da auch entsprechend einzugehen. Also erstmal muss man sagen, dass wir vor 2 Jahren bei der Gründung ganz klare Ziele definiert haben. Und das heißt nicht umsonst, der Name der Initiative ist ja pro AVO, pro Apotheke vor Ort. Wir wollen eine Lösung für die Apotheken schaffen. Und es war uns von vornherein klar, dass wir auf diesen Wege dazulernen werden. Es war uns von vornherein klar, dass wir die Apotheker und die Endverbraucher abholen müssen, dass wir Informationen kriegen, Anregungen, Wünsche bekommen, die wir entsprechend mit einbauen müssen. Und wir haben auch gemerkt, als Beispiel, in den ersten Monaten haben wir vor allem die Analogie zu Booking.com gewählt. Wir würden gerne das Booking.com der Apotheken werden. Es gibt dann, das ist ganz interessant, aber das ist auch typisch deutsch, solche Zitate werden dann 12 Monate später herausgezogen, gerade wenn es dann irgendwelche Negativschlagzeilen über Booking gibt. Sie werden aus dem Zusammenhang leider gerissen. Und man, ja, ich will mal sagen, erinnert sich nicht daran, in welchem Kontext man diese Analogie gewählt hat. Und wir nehmen das sehr sportlich und nutzen das aber auch, um Dinge zu verbessern. Der Ansatz Booking.com ist goldrichtig für die Apotheken, aber nicht in Gänze, weil die Hotels nicht an Booking.com beteiligt sind, dort nichts mitsprechen können, überhaupt nicht integriert werden, sie werden quasi geknebelt. Aber jetzt stellen Sie sich einen Booking.com für Apotheken vor, bei denen die Apotheken halt mitsprechen können, verhindern können, dass ein internationaler Player dieses Unternehmen übernimmt, sie sich mit einbringen können, sie beteiligt werden, auch am Erfolg beteiligt werden. Dann hätte man, glaube ich, Learnings gezogen, Erkenntnisse aus anderen Bereichen genutzt, um sie für eine neue Branche auch entsprechend zu nutzen. Der zweite Punkt, wie gesagt, du hast ja ein paar Punkte, der zweite Punkt in Bezug auf Partnerschaften ist noch ganz wichtig. Wir dürfen Partnerschaften nicht nur suchen in dem Feld, in dem wir momentan aktiv sind oder in der Branche, sondern wir müssen Partnerschaften mit branchenfremden Playern auch suchen, um der technologischen Entwicklung entsprechend Rechnung zu tragen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ansonsten auch dort überholt werden. Wieso sollen wir in einer solchen Konstellation nicht auch mit einem Technologiepartner, der ansonsten mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun hat, zusammenarbeiten oder zu eben Partnern, ja, damit wir diese Möglichkeiten, die er hat, für uns auch optimal entsprechend nutzen. Und deswegen totale Offenheit. Der dritte Punkt war im Prinzip positives Denken beziehungsweise Chancen erkennen. Es wird sehr, sehr oft darüber gesprochen, in Wettbewerbssituationen, da ist eine Gefahr, da kommt der und ich muss abwehren, ich muss reagieren. Ich glaube, wir müssen unsere Sichtweise etwas verändern und das sollten wir aus der Stärke heraus, die die Apotheke auch hat,
nämlich zu erkennen, dass uns der technologische Fortschritt Möglichkeiten bietet, beziehungsweise den Apotheken bietet, seine Stellung auszubauen und zu stärken. Ich würde mich dabei nicht immer an dem orientieren, was aus den USA oder aus anderen Ländern kommt und als Damoklesschwert irgendwie aufgezeigt wird. Wir müssen damit leben, dass definitiv immer wieder Veränderungen kommen werden, immer wieder andere Player, die in diesem Marktsegment auch etwas machen wollen. Aber ich glaube, man muss sich auf sich selbst konzentrieren, auf seine eigenen Stärken und die technologischen Möglichkeiten nutzen, um diese Stärken noch besser ausspielen zu können. Ja, dann lassen wir doch mal so ein bisschen, weil über Plattformen haben wir jetzt, glaube ich, den ganzen Tag geredet, mal so diese Denke, was sind denn so die nächsten Megatrends, die du so siehst, die auch durchaus nicht unbedingt immer nur Risiko, also wir sagen ja immer, es ist ein Risiko, also wir aus Apothekersicht, oh, da kommen nur Risiken auf uns zu, aber wo sind die Chancen, wo sind die Megatrends, wo wir uns vielleicht auch in den nächsten Jahren nochmal viel, viel stärker wieder als die Heilberufler positionieren können in der Bevölkerung und wo wir jetzt eventuell auch schon die ersten vorbereitenden Maßnahmen treffen können. Gut, also da gibt es verschiedene Persönlichkeiten nächste Woche, die bei der Future Week genau über dieses Thema sprechen. Also von daher nochmal die Erinnerung. Gutscheincode, ja. Wenn Sie die Tickets haben wollen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein extrem spannendes und interessantes Thema, darüber zu sprechen, wie die Welt morgen eigentlich aussieht. Ich glaube, die Gesundheitsbranche wird ein Gewinner sein. Ich glaube, dass auch die Corona-Situation, die wir aktuell haben und bei der niemand weiß, wie lange das noch in welcher Form auch anhalten wird, sehr, sehr viele Chancen für den Gesundheitssektor beinhaltet und auch speziell für die Apotheken. Denn Corona hat letztendlich auch dazu geführt, die Bedeutung, die Wertigkeit, die Relevanz der Apotheke im deutschen Gesundheitssystem noch mal stärker in den Vordergrund zu heben. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Obwohl die Situation Covid natürlich bedauernswert und schlecht ist. Aber es hat allen Menschen nochmal verdeutlicht, wie wichtig die Apotheke ist, wie wichtig der persönliche Austausch, die persönliche Beratung ist. Und ich glaube, dass man darauf sehr, sehr gut aufbauen kann. Das ist in der Vergangenheit ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das fand ich sehr schade. Und ich glaube, dass man dieses etwas neuere und klarere Bewusstsein den Apotheken gegenüber nutzen kann, um jetzt auch mit technologischen Möglichkeiten neue Dinge dort direkt an die Apotheke anzudocken. Ich glaube, dass weltweit gesehen oder global betrachtet Deutschland, was das Bewältigen dieser Krise anbelangt, sehr gut dasteht. Das heißt, unser Image in Bezug auf Gesundheitsthemen wird eher positiv oder sich positiver entwickeln. Auch das wird uns neue Chancen geben. Wir werden attraktiver für Player für Technologieunternehmen, die in diesem Segment tätig sein wollen. Und es gilt, da bin ich wieder bei Partnerschaften, da die richtigen Player zu finden, um es für den deutschen Markt und dann speziell für die Apotheken auch entsprechend nutzen zu können. Ich glaube, dass wir im Bereich Digital Health extreme Sprünge machen werden und wir Technologien sehen werden, Wearables sehen werden, Produkte sehen werden, Services offeriert bekommen, die das Thema Gesundheit, das Thema Prävention ganz neu beleuchten werden. Und da gilt es, diese zu verstehen und letztendlich für die Apotheken auch zu nutzen. Ich hatte gerade vor kurzem einen Austausch mit Apothekern und da hatte ich hier diesen kleinen Oura-Ring, der meine Vitalwerte misst und mir jeden Morgen sagt, wie mein Schlaf war, wie meine Resting Heart Rate war und so weiter und so fort. Und ich habe einfach die Frage gestellt, wieso kann ich diesen Ring eigentlich nicht in der Apotheke kaufen? Ja? Wieso muss ich den im Internet bestellen? Ich meine, geht es eigentlich um die Technologie oder geht es hier um Vitalwerte? Geht es um Gesundheit? Und ich finde schon, wenn es um Gesundheit geht, dann sind das Themen, bei denen ich meinen Partner in der Apotheke sehe und nicht bei irgendeinem anonymen Technologieunternehmen. Sondern es geht um gesundheitsrelevante Fragen. Und dann wende ich mich auch an den Arzt beziehungsweise an die Apotheke.
Wer wäre deiner Meinung nach, weil das Thema hatte ich schon mal auf einer Keynote von dir gehört, aber wer wäre deiner Meinung nach da der richtige Ansprechpartner, der richtige Partner? Sind das die Großhandlungen, die sich um diese Themen kümmern sollten? Weil wenn ich als Einzelapotheker mit zwei Apotheken in Düren jetzt versuche, den Ring in meinem Ladenlokal entsprechend zu vertreiben, werde ich wahrscheinlich noch nicht mal wissen, an wen muss ich rangehen, geschweige denn den Marktüberblick zu haben. Da seid ihr mit der Apothekenumschau oder vielmehr dem Digitalratgeber ja auch mit dabei, die Informationen, den Markt zu sondieren und ich sag mal, Apps zum Beispiel auch zusammenzustellen. Aber wer wäre da der richtige Partner? Und den Apotheken, weil dieses Feld sehe ich auch, diese neuen Bereiche tatsächlich auch zu öffnen und klarzumachen und sich vielleicht auch darum zu kümmern, dass wir das bekommen. Sind es die Verbände? Wer der richtige Ansprechpartner und wer müsste da ein bisschen mehr Druck bekommen? Okay, erstmal ist es so, dass ich eine solche Keynote und den Austausch mit dir natürlich nicht als Werbeplattform für uns sehe und jetzt einen Vortrag über unsere Publikation halten möchte. Natürlich beschäftigen wir uns mit diesen Themen, weil sie eine Gesundheitsrelevanz haben. Wir schreiben darüber, wir recherchieren, wir entwickeln uns auch mehr und mehr in diese Richtung. Die Grundintention bei dem Digitalratgeber war aber, dass wir das Thema Digital Health überhaupt mal positiv beleuchten, weil wir, und das ist auch deutsch typisch, zu 90% sind alle Artikel und Berichte, egal ob TV oder Print oder Radio, über die Entwicklung der digitalen Gesundheit eigentlich negativ behaftet. Ja, sie stehen immer im Kontext, zur Datenschutzgrundverordnung und Ähnlichem. Ein Chirurg hat mich vor kurzem gefragt, welches die häufigste Todesursache in Deutschland ist. Und ich habe gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankung ist ja klar. Da sagte er, nee, nee, Andreas, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Wenn wir die Daten, die es geben könnte, die wir haben könnten, wirklich hätten, ja, dann würden viel, viel weniger Menschen sterben. Und deswegen haben wir diesen Digitalratgeber rausgebracht, weil wir einfach mal positiver, ich will mal sagen, mehr über die Chancen dieser Digitalisierung auch sprechen wollten. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist eine Entwicklung, die können wir gut finden oder auch schlecht finden. Das interessiert aber überhaupt nicht. Diese Entwicklung gibt es und keiner von uns, keiner hier in dieser Session, ja, wird diese Entwicklung aufhalten können. Also Sie können nur entscheiden, nehmen Sie daran teil oder bleiben Sie außen vor. Und deine Frage nach, an wen richte ich mich? Möchte ich eigentlich umkehren und sie motivieren, in diese Welt erstmal einzutauchen. Weil es reicht nicht, dass sie den Kontakt zu jemandem suchen, der ihnen sagt, benutzen Sie doch dies oder benutzen Sie jenes. Sie müssen selber eintauchen, sie müssen neugierig sein und sie müssen solche Dinge ausprobieren. Wenn ich mir einen solchen Ring kaufe, dann tue ich das nicht, weil ich jetzt genau wissen will, wie mein Schlaf gestern war. Ich möchte wissen, wie ist hier eigentlich die Usability? Wie sieht das auf meiner App aus? Was erfassen die? Ich versuche mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil man dann erkennt, welche Vorteile, vielleicht auch welche Nachteile und Risiken damit behaftet sind. Aber sie tauchen in eine neue Welt auf und ein. Und wenn sie dort neugierig sind, dann werden sie auch die richtigen Partner dafür finden, um so etwas in der Apotheke in diesem Kontext dann mal auszuprobieren. Ausprobieren ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Nicht nur Neugierde zeigen, Dinge selber ausprobieren, sondern nutzen Sie es einfach. Wo ist das Problem, solche Dinge auch mal in der Apotheke anzubieten? Sie haben ein digitales Thermometer, aber Sie haben nicht so einen Ring. Es gibt noch so viele andere Features. Ich glaube, dass man da die Geschäftsfelder der Apotheke auch noch erweitern könnte. Und ich glaube, dass es auch Spaß macht. Da bin ich voll dabei. Problem ist wahrscheinlich, dass wir es ausprobieren, weil wir es so anders dann auf dem Markt schon kaufen und nicht genau wissen, wie kriegen wir es in unseren Markt rein. Also ich glaube, da hakt es schon noch irgendwas, aber glaube schon, da werden wir in der digitalen Community, die wir aufgebaut haben, mit Sicherheit auch in Zukunft nochmal das eine oder andere Wort drüber verlieren. Herr Steffen, es geht ja nicht nur darum, ob ich jetzt ein solches Angebot sofort integriere und verkaufe. Es geht auch darum, dass ich weiß, mit was sich die Menschen beschäftigen. Weil natürlich kann die Situation auch so sein, dass ich einen solchen Ring benutze, dreimal hintereinander irgendwelche roten Werte bekomme, in die Apotheke gehe und sage, Herr Kunert, können Sie mir behilflich sein, weil ich habe hier nur rote Werte und das sieht alles negativ aus und so weiter. Dann ist es natürlich schon toll, wenn die Person meines Vertrauens zumindest weiß, dass es so etwas gibt, ja, und darauf nicht mit einem, ich kenne mich damit nicht aus, reagieren kann.
Ja, absolut. Das ist dann so unsere vollumfängliche Beratung, die wir mit Sicherheit auch im Digital Health Bereich in Zukunft immer stärker ausleben müssen, dass Übrigens, wir überhaupt noch. entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. Auch das ist ein Punkt, den können wir gut oder schlecht finden, aber das wird natürlich kommen. Ja, mehr und mehr Menschen werden solche Devices nutzen, mehr und mehr Menschen werden gesundheitsrelevante eigene Vitalwerte, Daten bekommen und werden danach fragen, was die eigentlich bedeuten. Und damit werden auch Apotheker konfrontiert. Von daher kann ich nur raten, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ob man sie mag oder Ja, natürlich. Wie viele Menschen, ich weiß nicht, ob man sieht, haben hier nicht. diese entsprechenden Uhren an, die einem auch alle möglichen Kram zeigen. Das zeigt aber ja natürlich auch, wie groß der Markt ist und dass auch große Unternehmen dann ein Wahnsinnsinteresse haben, sich natürlich einen Teil dieses Kuchens natürlich einzufangen. Und von daher Neugierde zu zeigen, ist mit Sicherheit das richtige Schlagwort, Andreas. Ich glaube, wir sind auch schon mehr oder weniger so langsam am Ende angekommen. Ich gucke schon. Ja, ich sag mal so ein bisschen in die Teilnehmerliste, weil ich natürlich, da ist ja auch schon die Shirin, gerne nochmal abschließend unsere Moderatorin. Ich weiß nicht, ob du überhaupt die Zeit finden konntest, da du ja auch mit Sicherheit das eine oder andere um die Ohren hattest, heute mal kurz reinzuschnuppern, wie die Podiumsdiskussion mit Peter Menk und mit Sven Simons, Tim Steindler, aber auch unserer Apothekerin Dr. Kerstin Kembritz verlaufen ist. Shirin, ich möchte dich auch nochmal kurz auf die Bühne holen. Andreas, wenn du noch 2, 3 Sekunden Zeit hast, natürlich gerne auch noch ein abschließendes Wort von dir. Ich will jetzt nicht einfach hier Cut machen, aber diese Situation der Keynote-Talk-Session hat mich gestern erst erreicht. Von daher glaube ich, haben wir das relativ gut hier über die Bühne gebracht. Und ich glaube, ein Thema, was ich noch spannend finde, aber dafür ist es fast zu kurz, wie schaffen wir es eventuell in der Apotheke, demnächst auch wieder unsere eigene Produktion hochzufahren? Ich glaube, das wird auch spannend. Ich habe hier einen 3D-Drucker, steht hier bei uns in die Ecke rum, wo wir so erste Versuche mit gestartet haben. Also vielleicht wird das auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, dass wir demnächst in den Apotheken auch die Arzneimittelproduktion wieder ganz anders betrachten. Oder wie siehst du das? Vielleicht so abschließend nochmal, ist das auch ein Punkt, wo du glaubst, da könnte die Apotheke der Zukunft liegen? Na, ich freue mich einfach, wenn du freudestrahlend darüber berichtest, dass du einen 3D-Drucker hast oder dass du neue Dinge ausprobierst, weil es natürlich passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Einfach Neugierde, einfach ausprobieren. Das positive Denken, was du ausstrahlst, ist natürlich auch ganz wichtig. Wir werden einfach eine andere Form von Normalität haben. Und zu unserer Normalität wird gehören, dass vieles nicht selbstverständlich ist. Und dass wir jeden Tag mit neuen Dingen konfrontiert werden. Und diese neuen Dinge beinhalten auch Chancen. Das finde ich erstmal klasse. Ja, Andreas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier abschließend einen kleinen Talk mit mir zu machen über die Zukunft der Apotheke und die Dinge und dass wir vor allen Dingen leider jetzt doch keinen Parship-Gutschein bekommen, aber der Future Work, die Future, wie heißt sie genau, die Session, Week, genau richtig, die haben wir auf jeden Fall im Kalender notiert. Liebe Shirin, auch dir gehört nochmal abschließend die Bühne für ein paar Worte. Wir haben den DDR-Summit, den ersten Summit, ich denke, gut über die Bühne gebracht und du hast eingeleitet und gerne möchte ich dir nochmal das Wort zum Ende auch übergeben. Ja, Steffen, ich halte mich natürlich sehr kurz jetzt, denn im Endeffekt wollte ich das Schlusswort nochmal für dich erheben, denn ich möchte dir im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Partner ganz, ganz herzlich danken, was du da mit deinem Team auf die Beine gestellt hast. Denn das macht ihr alles wirklich auch aus Herzblut, Engagement und es ist wirklich ein ganz grandioser Erfolg und man muss es erstmal schaffen, noch um diese Zeit, da ich glaube über 50, zumindest in Zoom, ich meine bei YouTube, da reden wir gar nicht drüber Ja, jetzt. genau. Also es gibt auch nur einen Zoom-Kanal. Wir sind ja auf vieren. Also in Summe Ja, dürften es eben. immer noch so 400, Ja. 500 Leute sein. Das war so das, was wir vorhin Unfassbar. darüber hatten. Ja. Du, das kriegen andere Veranstalter so nicht hin, so wie du. Ne? Das muss man erst mal so schaffen. Also insofern wirklich ganz, ganz großartig. Mir hat selber sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch die Podiumsdiskussion heute Mittag hat nochmal sehr schöne Perspektiven gezeigt, wie die Zukunft der Apotheke eben ja aussehen kann, beziehungsweise welche Herausforderungen da eben auch jetzt existieren. Und zwei Wörter habe ich definitiv mitgenommen und die wurden von allen Referenten sehr schön belegt. Das ist einmal Mut und auch Netzwerk. Also beides braucht man, damit man zukunftsstark in die Zukunft gehen kann.